Hallo und willkommen bei FIFA 15 Trainerkarriere in der Super League mit. Warte, mit. Karabikspor auf Platz 15 mit den Lenny. Hallo. Ja. Nach der kurzen Essenspause wollen wir jetzt den Sieg holen. Ja, klar. Oh, ich habe vergessen, die neuen Spieler raufzuholen. Aber ja, nur sei es drauf, die neuen kommen dann alle nächstes Spiel. Aber der Keeper einfach mit der Nummer 99. Als ob? Ja, der Keeper, der mag die Zahl. Der findet die Zahl gut. 60. Minute 1-0 Führung, ja, ist solide. 2-0, 2-1, 2-2. Okay, muss man mitleben. Jetzt die neuen Spieler. Hier, Bolasi. Wer soll, wo so, ja, Bolasi in ZOM. Und als Stürmer. Gut, Mannschaft steht. Er darf mitfahren. Flo, wir haben ja jetzt noch relativ viele 70er, die mitfahren dürfen, ne? So. Der hat und Flo macht die Übertragung an. Ah. Ich sehe nichts. Oh shit, du siehst nix. So, ist an. Jetzt siehst du. Warte, ich mute mich ganz kurz. Oh, also, Flo ist aggressiv, das wisst ihr ja. Nein, nur Spaß. Kumbela, Kumbela, Kumbela. So, wieder da. Ey, mir ist gerade aufgefallen, der Stürmer da, der Kumbela, der hat mal bei Braunschweig gespielt. Den Innenverteidiger auf den Außen setzen, ne? Nein! Flo, der Spieler Kumbela, der hat mal bei Braunschweig gespielt. Okay. Der? Das weiß ich. Ja, der Kumbela. Ah. Hier? Nee. Warte, wir gucken mal von Alter. 31. Gegen 29, okay, dann braucht der mehr Spielplatz. Wie alt ist Bolasi? Ich weiß gerade nicht, alt wie. Bolasi dürfte aber noch nicht so alt sein. Oder es geht. 26. Okay. Der 28. Unser Keeper ist 31. Alter, sind die alle alt. 26, 27, 30, 31, 20. 26, 27, 26, 29, 28. Super Alter. Mhm. Durchschnittsalter ist so. Ach, was ist ich? Bin dumm. Hoch. Hoch. So, aber jetzt mit den neuen Zugängen, mit den Stürmer Bolasi, Janusai, können wir hier vielleicht punkten. Können. Flo. Also an die Zuschauer, müssen, nein, können. Können. Ja. Bolasi vor seinem Debüt. Ja, Bolasi jetzt gegen sein erstes Spiel gegen den Tabellen 17. Da muss doch ein Punkt drinne sein. Drei. Es drei? Kann ein Punkt drin sein. Also ein Punkt sollte schon sein. Adebalor in seinem ersten Spiel. Nice. Akbonlor oder so, wie der heißt. Zugang beweist sich. Akbonlor oder so. Oh, rote Karte. Die Gegner jetzt eine Unterzahl. Laulau. Super Name. 2-0. So. Also da dürfte doch schon ein Dreier kommen. Jetzt noch so 3-2. Nein, aber wir gewinnen. Nice. Unser erster Dreier. Aber Tabellenplatz 12 geht besser. Also mit der 11 geht's besser. Jetzt gegen Tabellenplatz. Wieder gegen den letzten. Nee, jetzt gegen den letzten. Jetzt muss ein Dreier her. Jetzt muss der Dreier kommen. Sonst sind wir. Sonst bin ich böse. Und die haben auch einen Shahin. Wo ist der Shahin? Da, die Nummer 1 auf der Bank. Wieder der Neuzugang. Akbonlor. Ich kann den Namen nicht. Oh, wir führen. Nice. Wir können es auch einen Shahin kaufen von Dortmund. Dann haben wir auch einen Shahin. Der kommt ja aus der Türkei. Ja, aber ich oder weiß Gündogan, nicht. Ob... Der ist türkisch-deutsch. Ja, und Özil auch. In der 90. Als ob. Ein Unentschieden. Flo? Nicht gut. Wir gehen nach England. Tschüss. Ciao, wir gehen.
Python sucht, wir sind England. Neuer Name. Crystal Palace 2 in der 4. Liga. So, nimm mal die 99er Spiel. Das dürften die Müller rein. Kumpel sein, die nehmen wir mal raus. Obwohl die gar nicht eingestellt sind, dass die mitmachen dürften. Alter, Weinfeller. Den hat er hochgepusht. Der geht schnell hoch, wenn der eine Saison gut spielt. Ich glaube, Dortmund wurde doch Meister. Glaube. Ja. Und den Müller noch mit. Den Müller noch mit. Warte. Leno oder Ter Stegen? Nimm Ter Stegen weg. Okay. Ne, wir nehmen Ding. So, der muss weg. So, wieder Leno. Müller. Und ja, dann gegen Müller. So, also unsere Torwerte sind. Offensives auch. Mittelfeld dürften alle dabei sein. Gündogan. So. Ich kann Gündogan. Sebastian Rode. So, das könnten wir gegen Risse. Risse. Vielleicht schießt unser Stürmer ja wieder das erste Tor. Oder vielleicht mal, ja, nice. Oh, lol. Führung, eine Minute später, Elfmeter, Ausgleich. Vielleicht kann Janus sein mal ein Tor machen. Oder Bulahasi. 2-1, oh. Alter, ich unser Stürmer bringt. Oh. Alter, als ob. Ja, ich glaube, das sind welche in der Tabelle weiter oben. Ich glaube, die sind in der Tabelle weiter oben. Ja, okay, die sind Elfter. Und wir sind 13. Team managen. Der Linksverteidiger geht dann auf die Position. Ist zwar rechts. Aber juckt niemanden. Juckt mich nicht. Juckt Warte. Mich nicht. Ist das ein. Super, unser Mittelfeld ist Linksverteidiger, Linksverteidiger, Linksverteidiger. Flo ist aber auch egal. ich meine, linkes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Gegen die Iren spielen wir jetzt. Internationales Testspiel. Ist es überhaupt Irland? Nee, das ist die Elfenbeinküste. Oh, da spielt Yaya Touré. Stimmt, Testspiele überspringen wir, ja. Schätzung, Sieg oder Niederlage? Sag Sieg. Wen haben die alle? Sieg. Yaya Touré, Gervinho, Dumbia, die sind geil. Oh, Reus inner. Durch Reus sein Elfmeter. So, gegen Russland, Sieg oder Niederlage? Sieg, eindeutig Sieg. Der spielt Kono Bianca. Nee, der spielt, der ist Ukrainer. Ja, ich glaub schon. Ich schätze auch Sieg und es wird ein Unentschieden. Und Reus wieder mit dem Tor. Den müssen wir uns holen. Ja, genau. Spieler gesperrt. Interessiert uns nicht. So. Alter, aber unser Stürmer, den wir geholt haben für 4,5, der bringt. Der bis relativ viele Tore in den Spielen, die er jetzt bisher gespielt hat. 3 Spiele, 3 Tore. Oh. 1-0. Akpala. Und die Gegner in Unterzahl. Können wir das nutzen? Wieder unser neues. Der bringt. Wieder mit einem Tor. Wusste ich doch, was der bringt. Der bringt's. Also, aber Bulasi und Janus überzeugen noch nicht, aber Bulasi. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der so der perfekte Torschütze ist. Herr Bulasi tränkt sich durch und bereitet vor. Ja. Und Janus sei, der dribbelt sich durch. Und der ist halt noch jung. Der ist erst 20, der hat noch eine Chance. Vielen Dank. Ah, okay. Negredo. Die dürften in Bälle. Fünfter. Unser Ziel ist Platz 5. Wer ist erst? Nee, Galatasaray ist nicht mal erster. Platz 5 wäre für uns schon, ja. Wäre was Gutes, würde ich sagen. Oh, gegen Besiktas. Und die spielen sogar international. Die haben gegen Barcelona 4-0 verloren. Ey, wenn wir dann 3er holen. Das wäre schon mal, also hier wäre schon unentschieden gut. Hier, Türe, den kenne ich. Den kenne ich sogar. Ich nicht. Ökdan, ich glaube Ökdan heißt der. Und wir in Unterzahl. Ausgleich. Ausgleich. So mit den Ausgleich. Karabük. So. Karabük. Kann unser Stürmer treffen? Nee, unentschieden. Trotz ist aber auch Unterzahl. Gut. Trotz gegen den Tabellenfünften ist es gut. Ja, gegen den Tabellenfünften ist das ein doch nicht schlechtes Ergebnis. Und jetzt 10. gegen 11.
Wir sind noch eine Position vor ihnen. Mal gucken, wie es Union Berlin mit dem neuen Trainer geht. Lass mal vorbeischauen. Ja, wir gucken mal, wie es ihnen Union. denn geht. Was, Auf einmal sind wieso die so. andere Ligen? Wir sind ja in der Super League. Auf einmal sind die so Deutschland, Erster. Bayern und Dortmund immer noch im Konkurrenzkampf, gleich 4 Punkte. Bayern halt nur mit mehr Toren. War klar. Und Union 12. Geht eigentlich noch besser als wir. Ja. Und in der ersten Liga, ja. Tabelle nichts Ungewohntes. Beide Mannschaften gleich. Okay. Team ist schon. Danke, Chef. Bitte. Immer Die wieder sind doch gerne. gut. Sind gute Trainer, Flo. Ja, so. Hier wäre wenigstens. Also hier wäre doch schon ein Sieg besser, weil die sind direkt hinter uns. Gegen unseren Koch. Verfolger. Und die haben auch einen Shahin. Schein. Ich sag ja alle Bulasi! Schein. Bulasi! Jawohl. Janik Bulasi. Mit den 1 zu 0. Endlich. So, jetzt noch Janusai am besten, ne? Janusai, okay, Janusai wurde ausgewählt. 2-0, nice. Durch. Jetzt. Odskins. Gegner jetzt noch in Unterzahl. Okay, nice. Sieg. 2-0 Sieg. Tabellen 9. Ja. So schlecht sieht es eigentlich gerade gar nicht aus in der Tabelle. Berater spricht gerne über Negredo. In der in der Pause, ich würde sagen, wir gucken da mal wegen den Torhüter. Ja. Und wegen der Defensive. Ich weiß, wen wir uns holen könnten. Boateng ist rot gesperrt. Wieso ist Boateng rot gesperrt? Das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, Gomez ist verletzt, also bräuchten wir einen neuen Stürmer. Reus ist auch verletzt. Die lassen wir trotzdem mitfahren. Vielleicht teilen die sich ja noch in der Zeit, oder? Aber ich nicht. Ich glaube, Und irgendein Verteidiger, der weg kann? Nee. Boateng muss aber weg. Nee, der hat ja nur ein Spiel. Es sind ja immer 2 Spiele. Ja, irgendjemand muss weg. Ich würde sagen, weil. Nee, nicht stimmt. Wir haben alle. Gut. Okay, die müssen sogar ausgetauscht werden. Dann kommt Ja. für Reus links Draxler mit. Für Gomez Stürmer. Stürmer. Ein Meier. Top. Alles Oh. klar. Müller wird ja eh in Sturm gestellt und Boateng wird auch ausgewechselt gegen. Haben wir hier einen? Nee. Aber hier ist dann Bad Stuber. So. Also Keeper, da könnte man doch wegen Bürki gucken, weil der dürfte bei Freiburg sein. Ja, ist er auch. Und ich glaube, Also so wie der. jetzt noch, außer erst in der Pause gewechselt, kann ja sein. Aber jetzt erstmal gegen Pratzon, die in Führung gehen und Janusei verletzt. Aber Eins, Ozdach. eins. Ozik. Ützik meinte ich. Nicht Witzig. Ozik, Ützik. Flo, ich glaub, wir werden so übelst beleidigt. Ja. Also würde ich hier in Türkisch Türkel zugucken, ich glaube, der würde uns haten. Ne? Der wird den Start einschalten. Oh, Bulasi mit dem Ausgleich? 2-2. Ja, ich glaube, die waren in der. Warte, wer war unser Gegner? Tatsporn oder Ja, so. die sind Tabellendritter. Also gegen den Tabellendritten ist das jetzt nichts Es ist ja, Schlechtes. ist es jetzt immer noch die, ich glaube, das ist noch mal die Elfenbeinküste. Das ist Irland. Ja, nee, Elfenbein. Mal gucken, ob wir diesmal gewinnen können. Wir haben letztens gegen die gewonnen. Ja, aber 2-1. auch Ich knapp. schätze, wir gewinnen wieder. Götze mit dem Doppelpack. Und Wechsel, Müller kommt. Und wir geben mal Weide eine Chance, weil er braucht auch Spielpraxis mal. Und Australien. Neuseeland. Ach, Neuseeland, wie komme ich auf Australien? Ja, Die haben außer jedes gegen. Spiel bis jetzt verloren. Gewonnen oder unentschieden? Ne, die meinst du. Ach, Und die. Sieg. Müller und wieder Götze mit dem Doppelpack. Okay. Ich lese das alles in der Zeit, wie ich das so direkt Dubai runter. Wir Ja. als 9. gegen den 7. Könnte spannend sein. Jo, wird doch spannend. Die nach letzten Niederlage, unentschieden Niederlage.
kein gutes Ergebnis, wollen jetzt gegen uns einen Dreier holen. Und die gehen auch in Führung. Oh, 2-0. Kazim Reichardt. 3-0. Alter Floro! Okay. Unsere Def. Da ist was falsch. 5-0. Jeder kann mal hoch verlieren. Nicht, man kann nicht immer alles gewinnen. Nee, kann man noch nicht. Alter, so. Die haben ja unseren Sturm komplett ausgeschaltet. Oh, oh Galatasaray Istanbul. Oh shit. Ich glaube, die sind erster oder zweiter. Oh, dritter. Trotzdem. Oh shit. Spannung ist angesagt. Trainer schätzt auf Niederlage, Fans wollen Sieg. Und Lenny sagt unentschieden. Okay. Wer gewinnt? Trainer, Fans oder Lenny? Snyder 1-0. Oh, Snyder ist auch noch so ein richtig geiler Spieler. Na, doch eine Niederlage. 2-0. Ja, Niederlage. Trainer hatte recht. Damit auf Platz 10 gerutscht. Ja, komm, wird noch was. Platz 10 wenigstens Mittelfeld. Dankeschön. Oh, und Spieler ist verletzt. Super. Der kam doch erst das Spiel wieder rauf. Verletzungsbedingt wurde er, ist er doch raus. Nimm mal Kumbela rein. Wen? Vielleicht trifft der Kumbela. Kumbela. Ja. Den. Nimm den mal rein. Für Akpak. Mal gucken. Oder versuch's doch mal mit Janu Jai und Zatuel. Ja stimmt, Janu Jai und Polasi tauschen. Warte, nee, wir machen dann. Zack, zack. So. Ja, so. Vielleicht können wir denn ja was reißen. Weil Polasi spielt jetzt auf seiner Position und Janu Jai in ZOM. Weil Janu Jai kann eigentlich gut tricksen. So. Vielleicht tut ja nur jetzt etwas. Aber direkt ein verletzter Gegner. Das ist schon mal gut. Verletzt und gelb bekommen. Ist schon mal was. Wer jetzt auch mit einer gelben Janus wurde wieder ausgewechselt und gegen. Guck, kaum wird Janus ausgewechselt, gehen die Gegner in Führung. Na scheiße, Flo. Boah. Warte. Kann man nicht irgendwie Spieler einstellen, dass die nicht mehr ausgewechselt werden? Nee, da musst du selbst spielen. Finde ich nicht gut. Wenn du so spielen würdest, würde es laggen, oder? Ja. Halt beim Aufnehmen. Gucken, wie lang. 18 schon erst. Okay. Gegen. Die dürften auch relativ weit oben sein. Die sind unten. Okay. Aber wie heißen die? Ja, die sind unten, ne? 17. glaube ich. Die sind 16. glaube ich. 16 oder 17. Die Zuschauer können zurückspulen und gucken, wir nicht. Wir sind dumm. Ja, wir sind einfach dumm. Wenn wir jetzt 10-0 verlieren, ich würde alles tun. Rückstand. Aber in echt sind die Tabellenfünfter. Also in echt sind die gar nicht so schlecht. Und unser Verein ist in echt. Findest nicht. Nee. Die sind weg. Verloren. Nee, die finde ich wirklich nicht. Nein, die gibt's nicht. Ja, genau. Die wurden einfach bloß bei FIFA hinzugefügt. Ja, sind freier von Oh nee, nicht gegen Fenerbahce. Janu Jai loben war. Nicht gegen Fenerbahce. Also, Flo lobt unfairen Janu Jai. Danke. Du bist ja richtig beliebt als Trainer. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir einen neuen Keeper. Birki oder irgendjemand, der günstig ist und auch hält. Hier, der kann wieder rein. Dann kommt der wieder auf seine Position mit ihnen. So. Vielleicht ist jetzt die Abwehr ein bisschen defensiver. Gegen Fenerbahce, aber Fenerbahce ist schwer.
Sehr schwer. Ja, also Trainer schätzt wieder auf Niederlage. Fans wollen immer noch einen Sieg. Und du? Und Lenny sagt unentschieden. Gut. So. Okay, ich glaube, Trainer gewinnt. Glückstor. Okay. Okay, Es war Trainer jetzt. gewinnt. Bulasi. Pola, sie hat noch was gerissen. Es Oh, war kein. schlechte. Ich glaube, ja, Winterpause. Jetzt heißt es Shopping Queen. Entlassen. Ja, gut. Schöner auf. Das war doch ein schöner Aufenthalt in der türkischen Liga. Türkei, Türkei, Türkei. Wir können nach Polen, Portugal, Polen. Oder bleiben wir hier? Das hier könnten wir schaffen. Schlecht. Nee. 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 Schlechte Platzierung vermeint. Mittelfeld. Wollen wir nach hier? Was ist das? In der Achso. Super League. Wir würden in der Türkei bleiben. Von mir aus ja mach. Okay. Super. Das war doch ein erfolgreiches Jahr. Oder eher halbes Jahr. Scheiße. Junge, unser dritter Verein schon. Scheiße. Super. Verliert auch nicht mal so viel Geld? Ja, super. Nee, noch nicht. Kommt Noch. vielleicht noch, hoffe ich. Da müssen wir so einen richtigen Kracher kaufen. Wir wollten wegen Keeper gucken. Nee, erstmal müssen wir den Verein unter die Lupe nehmen. Offensive geht. Mittelfeld total die Scheiße. Defensive ist auch Rotz. Super. Hier, wieso ist der nicht auf dem Feld? Okay, ein. Okay, die Innenverteidigung geht. Außenverteidiger gefallen mir nur nicht. Der Stürmer kann mit. Super. Also, wir brauchen komplett neues Mittelfeld. Also hätten wir ein bisschen mehr Geld, würden wir jetzt ein ganzes Mittelfeld kaufen. Wir gucken erstmal wegen. Weigel. Das Mittelfeld, weil ZDM geht gar nicht. Anfrage. Der spielt bei unserem Ex-Verein. Bei Bei unserem uns. Ex-Ex-Verein, meinte ich. Ja. Spinnen die? Die wollen da Profit rausschlagen. Warte. Wir machen Plan B. Freie. Mittelfeld, alles. Wir brauchen komplettes Mittelfeld. Der sieht gut aus. Der. Unterschrift kontaktieren. Alter, wie klein der nicht ist. Ja, Nee, das ist. jetzt nicht. Und Jetzt er ist nichts aber gegen noch die. jung. Der. Nein. Okay, geht eigentlich. Ja. Wir machen doch Plan BB. Wir machen Plan C. Einen türkischen, So viel Geld haben wir nicht. einen Franke und einen guten. So. Kameruner. Super, Neue Shop. neue Chance für uns. Neue Chance für Flo. Abgelehnt, wieso? Rolle der. Hier, Stammspieler. Der ist 24, der kann noch was reißen in sein Leben. Scout-Netzwerk aufbauen. Einer sucht in Deutschland für 3 Monate. Der Franke darf nach Polen. Und der, glaube ich, kann gar keine Sprache, der geht mal in Argentinien gucken. Nach Brasilien. Erstmal in Argentinien. Erstmal alle 3 Monate lang auf Suche. Abgelehnt. Super. So zufrieden. Der wurde von seinen alten Vereinen rausgeworfen und will jetzt eine größere Rolle bei uns. Flo, ich weiß alle nicht, was sie wollen. Annehmen direkt. So ein neuer Spielernverein. So, gucken, ob der vielleicht ein
Okay, der geht eigentlich. 67 ist besser als unser ganzes. Stürmer im Mittelfeld. Ein ZDM. Super. Ein Linksverteidiger. Ist klar, dass wir nichts reißen. Gut, läuft bei denen. Eiskalt mit dem Rauswurf. Eiskalt, bisher läuft die Karriere gar nicht. Mit dem Rauswurf würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der türkischen Liga mit Platz 17. Wenn es euch gefallen hat, haut rein, lasst ein Like da und ciao.